Es gibt hier viele Verkaufsstände, wo man sich Cowboystiefel, Hüte, Accessoires kaufen kann. Wir haben für die Kinder viel vorbereitet. Gerade heute zum Familiensonntag haben wir hier eine Bastelstraße aufgebaut. Wir haben 3 Hüpfburgen. Die Kinder können auch geführt werden hier, also sich auch vielleicht das erste Mal aufs Pferd setzen. Und ja, natürlich haben wir passend Country-Musik noch dazu, ein buntes Programm. Passen denn Cowboys und die Rhön irgendwie zusammen? Auf jeden Fall. Wir haben ja hier eine wunderschöne Landschaft, auch schöne weite Flächen zum Ausreiten. Meine Eltern haben vor auch ca. 13 Jahren die Ranch hier gegründet, auch Pferde angeschafft. Und da ist halt die Idee entstanden, auch ein Country-Festival zu veranstalten. Wie wär's denn mit ein paar Cowboy-Stiefeln? Brauche ich nicht. In meinem Alter brauche ich das nicht mehr. Aber wenigstens doch so ein Hut, oder? Nein, danke. Was sind denn beim Country die wichtigsten Accessoires, die man sich so kaufen kann? Also am wichtigsten ist auf jeden Fall erstmal ein Westernhemd zu haben, am besten kariert, dann eine passende Weste, eine Blue Jeans und natürlich Boots. Und wenn man will, kann man auch noch Ketten kaufen für die Stiefel. Oder für die Hüte gibt es dann auch entweder Bänder oder Fuchsschwänze. Was hast du denn hier alles aufgebaut? Wo kommst du denn her? Ich selber komme aus Österreich, wohne in Keller, Niederbayern und habe da aufgebaut, authentisches Camp. Wenn man das sieht, ist alles aus Originalholz gebaut. Die Zelte sind authentisch, die Fahnen sind authentisch, ja, und die Waffen sind auch authentisch. Ich meine, Waffen aus dem Bürgerkrieg, 2 Jagdwaffen, Kentucky Rifles, eine Enfield Rifle, Kaliber 58 und 2 Schwarzpulverwaffen, Kaliber 45 Kentucky Rifles. Ja, das hat mich schon seit als Kind fasziniert. Man hat viel Cowboy Indianer gespielt. Ne? Und da bin ich jetzt am Western Club beigetreten. Und da bin ich jetzt seit 40 Jahren Mitglied und mache das Hobby seit 44 Jahren. Schmeckt's denn? Es ist sehr, sehr lecker. Wie findest du denn hier das Country Fest in der Rhön? Also wir sind das erste Mal hier und wir sind sehr angetan, also es gefällt uns sehr gut. Also wir kommen aus Berlin und eigentlich finden wir es ganz gut. Das Wetter hat ja leider nicht so gut mitgemacht, aber sonst ist die Stimmung dann dafür noch ganz gut gewesen. Ja. Super, super schön organisiert, ein sehr, sehr schönes Familienfest, was uns begeistert hat. Wir haben ja Enkelkinder, ne? So dass man da wirklich, die Mischung ist sehr, sehr bunt, die Bands sind klasse, wir können hier sehr, sehr viel tanzen. Weil die Musik ist wunderbar, man kann ein bisschen abspannen dabei. Das ist hervorragend. Ich denke, allein durch die Melodien, durch den Rhythmus, man fühlt sich einfach wohl. Ja, wir werden auch 2019 wieder unser Festival veranstalten. Und zwar findet es da vom 21. bis 23. Juni statt. Und wir freuen uns, wieder viele Gäste begrüßen zu dürfen. Camp Area gibt es auch. Den Campingplatz in der Größenordnung haben wir natürlich auch wieder mit Strom und Wasser. Und man kann halt so wirklich das komplette Wochenende hier verbringen auf dem Zeltplatz und abends dann oder nachmittags die Veranstaltungen hier besuchen.